Berlin-Charlottenburg, Dezember 2010. Die nächste lange Nacht. Für einen, der seit über 6 Jahren hinter Gittern sitzt. Wegen Mordes an der eigenen Schwester. Ich war mit mir selbst zufrieden. Weil ich diesen Entschluss, den ich schon lange mit mir getragen habe, diesen Gedanken endlich sozusagen vollbracht hatte. Dreimal schießt Ayhan Sürücü seiner Schwester Hatun in den Kopf. Aus verletzter Ehre, auch weil sie einen deutschen Freund hatte. Ayhans älterer Bruder Mutlu lebt in Freiheit. Er soll laut Staatsanwaltschaft die Tatwaffe besorgt haben und wird bis heute mit internationalem Haftbefehl gesucht. Das ist eine Straftat nach Islam. Unzucht. Das sowas kann man nicht tolerieren. Hatuns beste Freundin Gülsa. Sie wird Hatun nie wiedersehen. Fragt sich bis heute, wie kann ein Bruder seine eigene Schwester töten? Es tut weh, richtig weh. Es tut mir richtig weh. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Sie liegt unter die Erde. Ich stehe vor sie. Ich kann nur reden, aber ich kriege nie ein Antwort.